Zum Löwenzahn könnte man eigentlich sagen. Er hilft fast bei allen Dingen. Blutzucker, Diabetes, Insulin hilft er. Entzündungen, Blutdruck, Stoffwechsel, Gewichtsmanagement, Immunsystem, Leber, Entgiftung, Verdauung, Gehirn, Haut und dann noch einige andere Dinge, die du genannt hast. Wir haben es da echt mit einer sehr heilkräftigen Pflanze zu tun. Wir hatten uns ja im Vorfeld auch über COVID-19 unterhalten, wirkt eben antiviral und antibakteriell. Viele Menschen haben Parasiten und wissen das gar nicht. Die Schulmedizin negiert dieses Thema. Sogar gegen multiresistente Krankenhauskeime wirken die Inhaltsstoffe von Löwenzahn. Die Bindung von Spike-Protein an menschliche Zellen unterbindet. Da kann sich so ein Spike-Protein gar nicht an eine menschliche Zelle anheften und diese menschliche Zelle zu einer Virenfabrik umfunktionieren. Unsere Vorfahren haben diese Pflanze geradezu verehrt. Das sieht man daran, dass es über 500 Namen gibt. Über 500. Keine andere Wild- oder Kulturpflanze hat eine solche Namensfülle. Vergleich zwischen Löwenzahn und Kopfsalat. Und zwar Löwenzahn enthält fünfmal so viel Beta-Carotin, neunmal so viel Vitamin C, fünfmal so viel Vitamin E, viermal so viel Magnesium, doppelt so viel Kalium, doppelt so viel Phosphor, siebenmal so viel Vitamin K, dreimal so viel Eisen und fünfmal so viel Eiweiß. Und zudem noch reichlich Bitterstoffe, Triterpene, Flavonoide, Polyphenole, Inulin und Superoxid-Dismutase und noch einige andere spannende Stoffe. Ja, und dann noch zu erwähnen, 10-mal so viel Folsäure wie Rindfleisch. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein Name ist Sören Schumann und ich interviewe heute Barbara Simonsohn. Wir sprechen über die tolle Pflanze Löwenzahn. Barbara ist Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Seminarleiterin und ja, hat schon sehr viele Bücher geschrieben zu verschiedenen gesundheitlichen Themen, die insgesamt schon über 500.000 Mal verkauft wurden. Sie hat auch dem Löwenzahn ein extra Buch gewidmet. Und ja, Barbara, was sollte man noch zu dir wissen, bevor wir uns gleich über den Löwenzahn unterhalten? Ja, das reicht ja eigentlich schon. Ich vielleicht noch, dass meine Oma so eine Kräuterhexe war, so haben wir sie immer genannt. Und ja, also von daher habe ich ein bisschen was mitbekommen. Ich glaube nicht genetisch, aber also ich war hinterher, als sie gestorben ist, als sie noch lebte, waren wir Enkel nicht so begeistert von ihren Fähigkeiten. Das war damals noch nicht so wild, innen, diese Wildpflanzen. Wildpflanzen. Aber ich habe das hinterher sehr zu schätzen gewusst und mich an Ja. viele Sachen erinnern können. Okay, ich würde mal mit einem Zitat aus deinem Buch starten. Ich lese es mal vor. Da schreibst du: Für mich ist der Löwenzahn eine Pflanze der neuen Zeit, die wir gerade jetzt gut brauchen können. Mit dem nährstoffreichen und heilkräftigen Löwenzahn können wir Krisen jeder Art überstehen. Er schenkt uns Gesundheit und seelische Widerstandsfähigkeit, Resilienz. In Frankreich gibt es Löwenzahn auf jedem Wochenmarkt und in Großbritannien in der Tiefkühltruhe eines jeden Bioladens. Die Powerpflanze bringt uns back to balance, zurück ins Gleichgewicht. Sie schenkt einem unmittelbar Lebenskraft. Es ist so, als wenn der lang ersehnte Regen endlich auf ein ausgedörrtes Stück Land fällt. Möge der Löwenzahn endlich den Respekt und die Anerkennung genießen, die er verdient hat. Das sind große Worte und ich bin gespannt, ja, was sich dahinter verbirgt. Ja, also das sind keine großen Worte, sondern es sind eigentlich eine Tatsachenbeschreibung. Es ist ja so, dass Wildpflanzen eine ganz andere Power haben als unser züchterisch bearbeitetes Kulturgemüse. Ja, und die müssen nämlich durchkämpfen. Ich bin heute schon joggen gewesen und da habe ich gesehen, aus welchen Mauerritzen und ja, am Rande von Kannstein überall Löwenzahn wächst und sogar Blüten entfaltet. Das heißt, es ist eine sehr widerstandsfähige Pflanze, die muss sich durchbeißen. Und in meinen wir fiel das Wort Mauerblümchen ein. Also der Löwenzahn ist ein Mauerblümchen, aber jetzt nicht, dass der im Hintergrund bleibt, sondern mit seinen gelben Blüten tatsächlich optisch ja, unübersehbar ist, jedenfalls in Hamburg. Und ich wohne ja hier sogar in der Stadt, also ist der nicht zu übersehen. Und ja, ich möchte ganz generell vorwegschicken, ich habe ja auch ein Buch über Brennnessel geschrieben. Wildpflanzen haben nach Professor Fritz Albert Popp die fünffache Biophotonspeicherkapazität als selbst Biogemüse. Und Biophotonspeicherkapazität heißt Ordnungskraft. Sie ordnen also alle körperlichen und auch seelischen Prozesse. Sie schenken unmittelbar Lebenskraft und Lebensfreude. Und wenn ich Löwenzahn esse, ich habe heute auch schon Löwenzahn gegessen, musste mir hinterher noch mal die Zähne putzen, Ich auch, weil übrigens. das ja doch ziemlich grün ist. So,
Ja, und da merke ich, das ist nur bei ganz wenigen Pflanzen der Fall, dass ich merke, wenn ich Löwenzahn esse, ich unmittelbar mehr Energie habe und Lebensfreude. Das heißt, ich habe den ja noch gar nicht verdaut. Die Information geht von meinem Mund zum Gehirn, oh, da ist was ganz Tolles im Anrollen. Da kommt was ganz Tolles. Und das geht mir außer mit Löwenzahn nur noch mit der Afer-Alge so. Das ist also die wild wachsende Afer-Alge vom Lake Klamath, womit ich auch zwei Bücher geschrieben habe oder genau gesagt sogar drei. Und schwarzer Sesam. Also nicht der helle Sesam, den man bei uns immer kriegt, der ja auch schon wieder verzüchtet ist, sondern die Powerpflanze der Ayurveda, wo ich natürlich auch ein Buch darüber geschrieben habe. Das geht mir nur bei schwarzen Sesam, Afer-Algen und Löwenzahn so. Und das finde ich spektakulär, ne? Dass man, dass sozusagen die Information durch die Mundschleimhaut schon ans Gehirn gebracht wird. Da ist was ganz Tolles Im Anmarsch. im Anrollen, ne? Im Anrollen kann man sagen. Ne? Und man kann sagen, das hat Franz Conz, also der ist mittlerweile schon ein paar Jahre tot, aber der hat das eben mal analysiert, die Wildkräuter, dass sie durchschnittlich das Zehnfache, wir kommen noch zu den einzelnen Inhaltsstoffen vom Löwenzahn, das Zehnfache enthalten wie Kulturgemüse, weil sie nicht züchterisch bearbeitet wurden und weil sie sich alleine als Wildpflanze durchkämpfen müssen. Sie werden nicht betütert, Gardere. Das Wort Garten kommt von Gardere aus dem Lateinischen, heißt bewahren, behüten. Also wir müssen bewahren und behüten unsere Kulturpflanzen, damit sie sonst nicht von den Beikräutern vollkommen dominiert werden. Und da kann man einfach nur mal sagen, das sind Kämpfernaturen. Und die Züchtungsziele auch im Biolandbau lassen sehr zu wünschen übrig. Also es gibt leider jetzt auch im Supermarkt schon diese Pink Lady Äpfel, die außer Fruchtsäure überhaupt nichts mehr enthalten und wo eben Menschen, die sensibel sind, weil die da Allergien dann entwickeln. Ne? Und da zu den Äpfeln zu sagen, dass sie die Polyphenole rausgezüchtet haben. Die Polyphenole, das sind bioaktive Substanzen, halten aber die Allergene im Schach. Das heißt, 10 bis 20% der Bevölkerung hat eine Apfelallergie, aber nicht gegen die ursprünglichen Äpfel, also mein uralter Bosskopf oder irgendwie Streuobstwiesen, sondern gegen diese vollkommen gesundheitlich wertlosen Züchtungen. Ne? Da kann ich sehr, sehr bemühen, sie inspirieren. Wenn Sie einen Garten haben, pflanzen Sie bitte eine alte Sorte Apfel und nicht also so einen neumodischen Kram. Und achten Sie sehr, sehr auf ursprüngliche Sorten wie mal wie ein Cox Orange, wie Finkenwerder Herbstprinz und so etwas. Man merkt auch, die schmecken viel intensiver, die Genau, ganzen. es ist eben so traurig für diese Allergiker, dass die gar nicht gegen den Apfel an sich allergisch sind, was natürlich 90% meinen, bestimmt, oder noch viel mehr, sondern sie sind nur allergisch gegen diese neuen, total kaputt gezüchteten Äpfel. Nicht? Und das bitte, also gerade an die Allergiker, wo ich jetzt hier vielleicht den einen oder anderen erwische, dann könnten wir uns mal überlegen, dass wir an die Wildpflanzen in der Steinzeit super genetisch angepasst sind. Also das heißt, die Landwirtschaft ist erst vor 12.000 Jahren entstanden und das ist genetisch für uns betrachtet, sind das ein paar Wimpernschläge. Also es ist gar nicht, überhaupt gar nicht der Rede wert. Genetisch sind wir noch in der Steinzeit. Und unsere Vorfahren, die haben eben wild Gemüse geerntet. Die haben natürlich ab und zu, wenn sie Glück hatten, auch mal ein Tier geschossen. Aber sie haben wild Gemüse geerntet, also Wildkräuter, Wildfrüchte, Wurzeln, Blätter, Knospen, also in dem Stil. Und die haben dadurch ganz andere Stoffe zu sich genommen, in einer ganz anderen Konzentration als eben heutzutage. Da war das Verhältnis zum Beispiel von den Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren war in der Steinzeit 1 zu 1. Heute ist es in Deutschland 16 zu 1, also Omega-6 zu Omega-3. Und diese ganzen Wildpflanzen, natürlich auch Löwenzahn, enthalten jede Menge Alpha-Linolensäure, das heißt diese sehr wertvollen Omega-3-Fettsäuren. Und da wollte ich zum Namen des Löwenzahns noch sagen. Also unsere Vorfahren haben diese Pflanze geradezu verehrt. Das sieht man daran, dass es über 500 Namen gibt, allein im deutschsprachigen Bereich, für diese Pflanze. Das ist so sensationell, dass keine andere Wild- oder Kulturpflanze hat eine solche Namensfülle Wie viele wie Namen sind es? Wie viel? über 500. Über 500. Ich nenne jetzt mal ein paar, die auch schon auf die Heilkraft hinweisen, zum Beispiel Augenwurzeln, Beta-Carotin,
Die Omega-3-Fettsäuren ist das, also eine Augenheilpflanze. Dann wird Löwenzahn-Eiterbeulenkraut genannt, was natürlich nicht so schön klingt, aber dass es eben entzündliche Prozesse wieder in die richtige Bahn lenkt und eben Eiter ausscheidet. Dann wird es als Milchkraut tituliert, nicht nur, weil es diesen Milchsaft beim Abbrechen, sieht man das ja, produziert, sondern dass sowohl Tiere als auch natürlich Menschen, sind ja Säugetiere, die Milchqualität, die Muttermilchqualität sich verbessert und die Milchmenge. Der Trend geht ja bei uns, ich habe meine Kinder mit 35 und 41 gekriegt, immer spätere Mutterschaft. Und vielleicht, wenn es dann nicht mehr so ganz plätschert mit der Muttermilch, ist das eine gute Möglichkeit, mit Löwenzahn seine Milchmenge und die Qualität der Milch zu verbessern. Dann wird Löwenzahn auch noch genannt Bettseicher, weil es eben ja, also hilft bei Blasenentzündung und bei Kindern, die eben Bettnässe. Es wird als Sonnentor tituliert, Sonnentor, weil es natürlich ein sonniges Gemüt schenkt. Dazu kommen wir noch, dass bestimmte Stoffe in der Löwenzahn, im Löwenzahn als Neurotransmitter wirken. Es wird als Goldblume bezeichnet, was auch den Wert, den unsere Vorfahren der Pflanze zugeschrieben haben, darauf hindeutet, und noch als Himmelsschlüssel, also was den Himmel sozusagen aufschließt. Und das finde ich ziemlich spektakulär, deswegen wollte ich das, bevor wir dann ans Materielle gehen, an die Inhaltsstoffe und an die Wirkung, wollte ich das gerne mal vorausschicken. Wie bist du auf diese Namen gestoßen? Diese, also wo, wie, wie? Ja, das kann man, ich habe ungefähr, ich schätze, 50 Pflanzenbücher. Da kann man das also lesen. Es gibt ein ganz dickes Buch, wo es ausschließlich diese Namen besprochen werden in den verschiedenen Kulturen. Ich habe natürlich auch mehrere Bücher über die Pflanzen der Germanen, die Pflanzen der Kelten. Auf die der Stoll ist da nicht führend, aber es gibt noch andere Bücher, wo wir uns damit beschäftigen können, was bestimmte Heilpflanzen bei den Kelten und Germanen für eine Rolle gespielt haben. Nicht? Da wurde eben auch Löwenzahn verehrt oder Holunder, ne? Solche Sachen. Und ja, da gibt es also genug Schriftliches drüber, dass man sich da informieren kann. Ja, ich denke, es ist auch ganz wichtig, dass wir verstehen. Also wir kennen ja die Ayurveda, wir kennen die traditionelle chinesische Medizin, wir kennen alle möglichen anderen ja, exotischen, sag ich mal, Gesundheitslehren oder auch Kräuter-, Pflanzenlehren. Dabei haben wir selber so viele, also eine so große Tradition und so viele mächtige Heilkräuter. Bloß das Wissen und das Bewusstsein diesbezüglich ging halt verloren. Ich denke mal, da hat die Kirche auch einen großen Beitrag dazu geleistet. Ja, das glaube ich. Mit der Hexenverfolgung und so weiter. Genau. Aber ja, zum Glück haben wir jetzt Leute wie dich, die das wieder mehr ins Bewusstsein bringen. Ja, ich wollte nur sagen, hier, das habe ich heute Morgen gepflückt. Du hast ja auch einen Strauß, aber im Schwarzwald blüht er noch nicht so dolle. Und die waren alle geschlossen heute Morgen. Ne? Das heißt also, wenn Wärme da ist, natürlich draußen dann Sonne, dann öffnen sich die Blüten. Und weil der Pollen ist viel zu kostbar, als bei Regenwetter. Und wenn nur eine Wolke vor die Sonne kommt, dann schließen sich die Blüten. Nicht? Also die ist sehr sonnenhungrig, diese Pflanze. Ja, also das ist tatsächlich, also finde ich auch ein super sonniges, stimmungsaufhellendes Gelb. Also kein Zitronengelb, sondern in der Mitte richtig dottergelb. Und man sieht auch, man sollte also Blüten, bevor man sie trocknet, auch ein bisschen ausschütteln, weil da haufenweise mini kleine Insekten drin sind. Nicht? Also die machen sich gar nicht, die können wahrscheinlich gar nicht fliegen, sondern die wohnen da einfach drin in den Blüten. Nicht? Also die fliegen dann nicht die Blüten an, sondern die leben da drin. Ja. Sonst ja, sollte man auf jeden Fall beachten. Ich habe auch schon, also ich esse auch regelmäßig die Blüten. Ich mache es meist in meinen Smoothie mit rein. Und da muss man echt aufpassen, dass man sich nicht ein paar Insekten mit einverleibt. Ja, jetzt wo die Blütezeit ist, empfehle ich sehr jeden Tag, das ist ein Tipp von Maria Treben, der berühmten Kräuterfrau, und jeden Tag 10 Stängel mit Blüten als Frühjahrskur, als Blutreinigungskur zu sich zu nehmen. Nicht? Also das ist sehr, sehr und auch lecker durch den Pollen. Und der Saft in den Stängeln ist auch sehr lecker. Und da sind natürlich auch ein paar Bitterstoffe drin, aber wir kommen noch dazu, warum wir dringend auch Bitterstoffe brauchen. Also kann ich sehr, sehr empfehlen. Und jetzt gibt es ja noch Knospen, die kann man auch einlegen als Kapern, oder man kann sie sammeln und dann dünsten als Gemüse mit Salz und Pfeffer und Olivenöl. Das habe ich letzte Woche gerade gemacht.
Ah, spannend, das wusste ich auch nicht. Also diese Knospen, du meinst quasi, wenn die Blüten noch nicht Genau, die sind ausgehen. dann so ganz klein. Ich Ja. habe es vor 2 Wochen, also meine Enkel, die wohnen in Fulling, das ist Stuttgarter Ecke, da ist ja alles immer früher war, also reif und blühend. Und mein Enkel ist 3 und er hat so schöne kleine Finger und da konnte er immer die Knospen, konnte er richtig toll daraus pulen. Ne? Also ich mit meinen dickeren Fingern hatte da mal ein bisschen Mühe, wenn die nicht noch schon ein Spier ausgebildet hatten, um die überhaupt zu pflücken. Und er war ganz stolz, dass er mich da so toll unterstützen konnte. Und da muss man auch nicht aufpassen, dass da Insekten drin sind, weil die sind ja noch größtenteils verschlossen sozusagen und die kann Ja, dann. genau. Ja, also man pflückt die Pflanzen natürlich nicht direkt am Weg. Manchmal kriege ich so ein bisschen unter den Bäumen rum, aber Löwenzahn wächst ja überall. Also da findet man auch schon Stellen, wo eben die Dichte etwas geringer ist und man kann sich auch trösten. Erstmal kann man die Sachen ja noch zu Hause waschen. Zweitens gibt es ja auch ab und zu mal Regen, ne, wo das dann wieder abgewaschen wird. Also deswegen keine Wildkräuter zu essen oder zu sammeln, bloß weil da vielleicht mal irgendwann ein Hund vorbeigeschaut hat, finde ich sehr, sehr traurig, ne? Weil das sind einfach Naturschätze, die wir uns dann entgehen lassen. Ja, oder man macht so wie wir beide. Du hast gesagt, du warst vorhin joggen und hast dann Löwenzahn gesammelt. Bei mir war es übrigens genauso. Ich war auch joggen und habe mir den Löwenzahn geholt und auch noch ein bisschen Schafgarbe. Ja, ich hole das nicht, sondern ich esse das dann gleich. Du Und isst es gleich, okay. ist das nicht so eine tolle Idee, weil man dann sich leicht verschluckt. Also ich bin schon ein paar Mal dann also stehen geblieben und musste erstmal wieder Teile von der Pflanze wieder raushusten. Und erstmal habe ich mich ja geärgert, weil ja mein Cardio, also mein Ausdauertraining damit unterbrochen war. Aber dann habe ich gedacht, Mensch, wie toll ist es eigentlich, dass das funktioniert, ne? Dass ich mich da irgendwie dran ersticke. Eigentlich heißt es ja auch von den östlichen Meistern, wenn du isst, sollst du essen, wenn du gehst, sollst du gehen, wenn du läufst, sollst du laufen und nicht alles gleichzeitig machen. Und ja, und da war ich dann, habe ich meine Einstellung geändert, war ich dankbar, dass es so wunderbar funktioniert, dass ich da einfach stehen bleiben muss und eben das wieder aushuste. Aber wie gesagt, ich empfehle nicht beim Joggen Löwenzahn oder irgendetwas anderes an Wildkräutern zu essen. Ja, man kann es ja auch einfach einen kleinen Stoffbeutel mitnehmen und da reinpacken und dann zum Beispiel zu Hause Ja. sich darum kümmern. Ich habe zum Beispiel gestern Abend auch einen Löwensalat gemacht mit Blüten und Blättern. Und da habe ich nur Olivenöl, Zitronensaft, Ahornsirup, eingeweichte Rosinen drin gehabt und eine Avocado. Ja, ach ja, noch einen Schuss Olivenöl. Und das habe ich vermischt. Das war eine richtig große Schüssel. Und es war so, dass ich mich hinterher richtig gut fühlte. Also schon beim Essen. Also wie gesagt, bei mir hat das eben diesen unmittelbar vitalisierenden und fast schon euphorisierenden Effekt. Klingt auch ziemlich lecker und noch, ja, du hast auch sehr viele Nährstoffe damit aufgenommen. Mit diesem Salat können wir auch noch mal kurz drüber sprechen. In deinem Buch steht, ist ein Vergleich zwischen Löwenzahn und Kopfsalat. Und zwar Löwenzahn enthält 5-mal so viel Beta-Carotin, 9-mal so viel Vitamin C, 5-mal so viel Vitamin E, 4-mal so viel Magnesium, doppelt so viel Kalium, doppelt so viel Phosphor, 7-mal so viel Vitamin K, 3-mal so viel Eisen und 5-mal so viel Eiweiß. Und zudem noch reichlich Bitterstoffe, Triterpene, Flavonoide, Polyphenole, Inulin und Superoxid-Dismutase und noch einige andere spannende Stoffe. Ja, und dann noch zu erwähnen, 10-mal so viel Folsäure wie Rindfleisch. Und Folsäure, man denkt ja immer, oh, die Frauen in der Menstruationsphase oder in der Schwangerschaft müssen jetzt Folsäure substituieren. Es ist tatsächlich so, dass über 70% der Frauen Folsäuremangel haben. Aber was mich überrascht hat, 59% der Männer auch. Und das ist eben sehr wichtig für unser Nervensystem und für die Blutbildung. Nicht? Und das liegt daran, dass Menschen sagen, oh, ich esse doch aber Spinat, da ist doch eine Folsäure drin. Nicht? Also alles, was über 50 Grad ist, da ist die Folsäure platt. Die ist aktiviert, die ist gar nichts mehr da. Nicht? Und deswegen ist es wichtig, dass wir grünblättriges Gemüse wie eben Löwenzahn auch einen Teil mindestens, auch einen Teil eben als Frischkost verzehren. Sonst haben wir eben diesen eklatanten Folsäuremangel und das ist nicht witzig. Also Zellgesundheit ist der wahre Wohlstand. Wenn ja, unser ganzes System da vor sich hin dümpelt mit der Blutbildung, Blut ist unser Lebenssaft, nicht? Und dann auch nervlich, dass wir also nervlich angeknuspert sind. Von der stofflichen Ebene hier braucht man sich nicht wundern, wir sind eine Hochleistungsmaschine, unser Gehirn. Ja, und das braucht auch hochwertige Nahrungsmittel, nicht? Also nur 4% vom Körpergewicht, aber braucht 20% der Nährstoffe. Wir merken ein Vitalstoffdefizit, merken wir am schnellsten im Gehirn, in dem die Konzentration leidet, das Gedächtnis leidet,
wir vergesslich werden, wir unsere Schlüssel zu Hause vergessen und. Ja, ich wollte mal sagen zu den einzelnen Stoffen, zum Beispiel Beta-Carotin, die sind sehr wichtig für eine gesunde Augenlicht und sind krebsvorbeugend. Vitamin C, unsere Vorfahren haben im Grammbereich in der Steinzeit mindestens 1 Gramm Vitamin C zu sich genommen jeden Tag. Und die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, empfiehlt schlappe 60 Milligramm. Sie haben ja Gott sei Dank von 40 Milligramm auf 60 das erhöht. Das ist so eine Lachnummer. Weil, ja, also das ist gerade Skorbutprophylaxe, aber hat mit Gesundheit nichts zu tun, weil auch Vitamin C an vielen, vielen enzymatischen Prozessen beteiligt ist und an Antioxidanz. Fünfmal so viel Vitamin E, eben wie Kopfsalat, Vitamin E, besonders Menschen, die Weißmehlprodukte zu sich nehmen, wo nämlich der Keim gar nicht mehr drin ist, sollten sich um ihren Vitamin E-Spiegel sehr kümmern. Vitamin C übrigens konserviert Vitamin E und recycelt es. Also die arbeiten synergetisch zusammen. Fünfmal so viel Kalzium. Osteoporose, also Kalziummangel, ist leider auch bei Männern im Kommen. Also wer früher dachte, naja, die Frauen nach der Menopause, sie haben da ein Problem. Nee, nee. Natürlich muss man auch Muskeltraining machen, damit man das Kalzium einlagert in die Knochen. Aber wenn kein Kalzium da ist und die anorganischen Kalziumpräparate, wenn ich das gleich auch mal sagen darf, sind leider, also die nicht aus Pflanzen hergestellt wurden, die führen auf die Dauer zu Arteriosklerose. Das hat man früher Arterieninnenwandverkalkung genannt. Und das ist der Hauptrisikofaktor für Herzinfarkt und Schlaganfall. Und Herz-Kreislauf-Geschichten, also Schlaganfall und Herzinfarkt, sind bei uns immer noch Todesursache Nummer eins. Ja. Und Magnesium und Vitamin D braucht man auch Magnesium, noch für genau, die. Magnesium. Wir sind nach der Bertelsmann Stiftung ein Selen- und Magnesiummangelland. Das heißt, unsere Böden, weil es keine Vulkanböden sind, haben von Natur aus wenig Magnesium. Und durch natürlich die falschen Landwirtschaftsmethoden, also Auslaugung der Böden, Stichwort, ist natürlich noch viel weniger drin. Was nicht im Boden drin ist, ist nicht in der Pflanze. Was in der Pflanze nicht drin ist, ist nicht im Menschen. Und da sind solche Powerpflanzen wie Wildpflanzen, wie Löwenzahn natürlich angesagt. Doppelt so viel Kalium, wir sind alle vollkommen im Ungleichgewicht, nicht nur von den Omega-3 und 6 Fettsäuren, sondern auch Kalium und Natrium, weil wir nämlich etwa das Dreifache an Kochsalz zu uns nehmen, was gesundheitlich opportun ist. Ja, und das liegt daran, dass also Kochsalz vor allen Dingen im Käse drin ist, im Brot drin ist massenweise, in allen Fertigprodukten. Salz war früher so selten, deswegen war Lüneburg, die Salzstadt, die reichste Stadt im Mittelalter in ganz Europa. Das, wenn wir irgendwas mal salzig gefunden haben, das wurde durch Belohnungszentrum im Gehirn gratifiziert. Ja, und heute ist ja Salz überall und wir nehmen viel zu viel Salz zu uns, was auf die Dauer den Blutdruck nach oben treibt und die Arterien verhärtet. Und das ist wirklich tatsächlich suboptimal. Also deswegen ist es so wichtig, dass diese Wildpflanzen den Ausgleich in Form von Kalium uns zur Verfügung stellen, dass wir wieder im Säure-Basen-Gleichgewicht sind. Ja, Vitamin K ist da auch jede Menge drin, was wir schon hatten, 7-mal so viel wie im Kopfsalat. Vitamin K ist sehr, sehr wichtig zur Blutgerinnung. Also wenn wir uns verletzen, dass dann auch die Wunde von alleine und möglichst schnell zum Beispiel wieder schließt. Ja, und wichtig ist, Vitamin K ist sehr wichtig, K2, sonst kann Vitamin D nicht gebildet werden im Körper. Also dann können wir noch so auswandern auf die Kanarische Inseln, wenn wir kein Vitamin K zuführen, und das ist in grünblättrigen Gemüse hauptsächlich drin, wie Löwenzahn, dann nützt uns das alles überhaupt nicht. Dann kann der Körper leider kein Vitamin D, sondern D3 bilden. Aber der Körper muss auch in der Lage sein, das K1 zum K2 umzuwandeln. Also wenn er es über Pflanzen zu sich aufnehmen möchte. Ich denke, dass vielleicht Leute, die schon gesundheitlich angeschlagen sind, da funktioniert vielleicht die Umwandlung auch nicht mehr so gut. Ja, aber wir kommen noch dazu, dass viele Stoffe im Löwenzahn zum Beispiel auch die Darmflora regenerieren. Das hängt ja auch zusammen, dass wir nicht mehr in der Lage sind, zum Beispiel auch Vitamin B12 von den Darmbakterien her zu bilden, dass die Darmflora degeneriert ist, zum Beispiel durch Antibiotikakuren, durch ja, also ballastarmes Essen. Nicht? Ballaststoffe sind unter anderem auch das Gourmet-Essen für die Darmbakterien. Wir haben mehr Darmbakterien in unserem Darm als Zellen im Körper.
Ja, und das sind alles so Sachen. Aber wie gesagt, indem wir zum Beispiel Bitterstoffe und diese Wildpflanzen zu uns nehmen, können wir auch mit der Zeit nicht von einem Tag auf den anderen unsere Darmflora regenerieren, sodass sie dann zu vielen Dingen in der Lage ist, wo sie eben vorher nicht mehr dazu in der Lage ist. Ich möchte auf das Chlorophyll, das ist ja nun auch sichtbar, dass die Löwenzahnblätter natürlich gritzegrün sind, nochmal hinweisen, dass wir auch viel zu viel wenig Chlorophyll zu uns nehmen. Und Chlorophyll ist also ideal, das bremst Entzündungen aus. Diese Silent Inflammation sind ja an allen möglichen Krankheitsgeschehen beteiligt, regeneriert unsere Darmflora, da sind wir dabei, baut Calcium in die Knochen ein. Das macht alles Chlorophyll. Dann wirkt es noch antibakteriell, es zieht also Keime aus dem Verkehr, entgiftet Schwermetalle und chelatiert sie, bringt sie zur Ausscheidung und regeneriert eine nicht-alkoholische Fettleber, worunter sehr viele Erwachsene heute leiden. Früher hätte man bei einer vergrößerten, verhärteten Leber, hätte man gesagt, die haben eine Alkoholleber, aber die können auch überhaupt gar keinen Tropfen Alkohol trinken und haben trotzdem eben diese vergrößerte Leber, die ihre wichtigen Funktionen dann nicht mehr erfüllen kann. Ja, und Folsäure, sagte ich schon, ist wichtig für die Blutbildung, für die Nerven. Sind Aminosäuren, das gesamte Spektrum da, also nicht essentielle, essentielle, wie zum Beispiel die Glutaminsäure. Ja, also das ist ein Füllhorn an eben auch Antioxidantien. Diese Antioxidantien sind die Gegenspieler zu freien Radikalen. Ja, und das Cholesterin wird gesenkt, aber nicht irgendwie insgesamt, sondern das gute HDL wird mehr und das schlechte LDL, was unsere Arterien sozusagen verschlackt, das wird reduziert, das bringt kein Medikament zustande. Der Blutzuckerspiegel, wenn er erhöht wird, wird runterreguliert. Damit auch ein hoher, es wird ein hoher, zu hoher Blutdruck runterreguliert. Da würde ich mal sagen, diese Blutdrucksenker, die jeder Zweite ab 60 nimmt, sind ja keine Ursachentherapie. Also die Arterien verschlacken, das Lumen, also der Durchmesser, wird kleiner. Und der Körper ist sehr weise, der innere Arzt. Der pusht dann das Blut mit mehr Karacho durch die Arterien, damit zum Beispiel der Herzmuskel besser mit Blut ernährt wird. Tja, jetzt kommen Blutdrucksenker ins Spiel. Der Blutdruck sinkt, wir freuen uns, Mensch, toll, kann ich essen, was ich, was, wie, wie immer, wie gehabt. Und der Blutdruck sinkt ja. Ja, das Dumme ist aber, dass dieser natürliche Mechanismus vom Körper ausgeschaltet wird. Und die Gefahr dann ist eines Herzinfarkts, weil nicht der ganze Herzmuskel mehr mit Blut versorgt wird. Nicht? Also Blutdrucksenker, wie überhaupt alle symptomatischen Medikamente, Keine sind gute Idee, sie dauerhaft einzunehmen. eher auf die Dauer, sondern eine Änderung der Lebensführung. Mehr bewegen, mehr gesundes Essen. Ne? Das ist meine Empfehlung. Ja, dann der Stoffwechsel wird befeuert durch diese Antioxidantien. Gewichtsmanagement, also dass wer also Gewichtsprobleme hat, durch die Bitterstoffe alleine wird der Stoffwechsel befeuert und dadurch wird das Essen, ja, bleibt also eben nicht so lange dümpelt da vor sich hin in unserem System. Das Krebsrisiko wird minimiert, da komme ich noch zu, dass besonders die Löwenzahnwurzeln, also nachgewiesenermaßen auch bei Menschen eben den schon vorhandenen Krebs besiegen kann. Antioxidantien wirken als Immunbooster, sie befeuern unser Immunsystem und ich meine, nach der Pandemie ist vor der Pandemie, also das ist sehr gut, ständig ein gutes, ein fittes Immunsystem zu haben. Das Risiko für Osteoporose wird gesenkt vor Knochenerweichung. Diese Stoffe sind alle eine sagenhafte Verdauungshilfe. Unsere Haut wird gesünder. Auch die sogenannten, was man früher nannte, Leberflecken, das man jetzt heute so nennt, man das Pigmentflecken. Manche nennen das umgangssprachlich Altersflecken, das sind aber tatsächlich wirklich Leberflecken, weil die Leber ein Zeichen ist, dass die Leber nicht gut genug entgiftet. Wenn wir jetzt durch Bitterstoffe in Wildkräutern unsere Leber wieder auf Vordermann bringen, dann können auch diese sogenannten Pigmentflecken wieder verschwinden. Nicht? Also das Das ist heißt, wenn kleine etwas, Kind, der wenn klein, wenn kleine Kinder schon Leberflecken haben, dann heißt das auch, bei denen ist schon die Leberentgiftung gestört, sozusagen. also wenn die damit auf die Welt kommen, dann kann das auch eine Veranlagung sein. Ich habe ja hier so eine Rosine. Rosine, warte mal, ist das hier? Ja, genau. Da ist so ein fetter Leberfleck. Ich habe ja eine eigene Zwillingsschwester, mein Vater. Unser Vater hat uns, hat uns
auseinanderhalten können anhand dieser Rosine, sonst hätte er uns verwechselt. Wir sahen uns wirklich als Kind so sowas von ähnlich. Ja, wenn da so jemand auf der Welt kommt, dann ist vielleicht ein Zeichen, dass die Mutter schon sozusagen deren Leber schon geschwächt ist. Das kann man jetzt nicht so sagen. Aber alles, was man dann erwirbt, das ist keine Altersflecken, dass man denkt, wenn ich älter werde, ich bin jetzt 70, dann muss das so sein, sondern das ist auch Quatsch. Da muss gar nichts sein. Ja, die Stoffe, die wirken antibakteriell, was ich schon sagte. Blutzucker wird reguliert, also damit ein Risikofaktor für Diabetes Typ 2. Der hieß ja früher auch Altersdiabetes. Heute haben schon ganz junge Menschen den erworbenen Diabetes, Diabetes Typ 2. Und deswegen nennt man den nicht mehr Altersdiabetes, sondern eben ja, Diabetes Typ 2. Die Isoflavonoide wirken als Phytoöstrogene und die sind deswegen sehr wichtig für zum Beispiel Frauen in den oder nach den Wechseljahren, weil da ja die körpereigene Hormonproduktion durch die Eierstöcke erliegt. Ne? So. Und da ist natürlich die Hormonersatztherapie überhaupt gar keine Lösung, weil ja, die Studien mussten alle abgebrochen werden, weil das Krebsrisiko, das, vor allem das Brustkrebsrisiko, so derart erhöht war, dass also so viele Frauen in dieser Studie Brustkrebs bekommen haben, musste man die Studie abbrechen. Und diese Phytoöstrogene, was also auch die meisten nicht wissen, wirken ja ganz, ganz anders. Also das sind nicht einfach statt künstlicher Hormone jetzt natürliche Hormone, sondern sie aktivieren die Nebennieren, sodass die Nebennieren dann die Aufgabe übernimmt, die früher die Eierstöcke hatten, nämlich Östrogene zu produzieren. Das ist nicht so, dass man da einfach dann pflanzliche Östrogene reinknallt und so. Und deswegen profitieren auch Männer von diesen Phytoöstrogenen. Also die brauchen, also Männer, die so eine vergrößerte Prostata haben, die sollten jeden Abend ein Viertel Liter Sojamilch trinken, zum Beispiel, Kichererbsen essen oder Löwenzahn. Nicht? Weil da diese Phytoöstrogene drin sind und die brauchen keine Angst haben, dass sie einen Busen kriegen, sondern die wirken ganz, ganz, ganz anders im Körper und bremsen das. Das Bilden, sich Bilden einer vergrößerten Prostata ab. Diese Bitterstoffe, auf die möchte ich sehr, die, sehr bitter ist die Pflanze, also natürlich gibt es noch bittere Pflanzen wie Artemisia annua oder Wermut, aber ist schon richtig bitter, nicht? Und das ist ein Fettburner, also brennt sozusagen die Fette weg, befeuert unseren Stoffwechsel, beschleunigt unseren Stoffwechsel, damit auch die Entgiftung. Sehr gut bei entzündlichen chronischen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa. Es sind jede Menge Rezeptoren für Bitterstoffe im Darm angesiedelt. Nicht nur da, sondern zum Beispiel auch in den Lymphozyten, in unseren weißen Blutkörperchen. Da hat sich der Körper was bei gedacht. Wir können nicht einfach die Bitterstoffe rauszüchten aus der Ernährung und denken, das macht nichts. Darmentleerung kann nicht vollständig funktionieren und die Verdauung, wenn wir nicht genügend Bitterstoffe haben. Das ist das A und O. Besonders sind da Bitterstoffe zu nennen, die einzigartig nur im Löwenzahn vorkommen. Taraxazin, Taraxasterol und ja, also die senken zum Beispiel auch das Krebsrisiko immens, sorgen dafür, dass die Krebszelle ein Apoptoseprogramm in Gang setzt, also ein Selbstmordprogramm. Adhäsion wird verhindert, dass also die Krebszelle sich irgendwo im Gewebe festsetzt. Und die Angiogenese, also das ist jetzt so, dass die Krebszelle muss natürlich Blutgefäße bilden, damit sie versorgt wird mit Nährstoffen. Und die Angiogenese nennt man das, die wird verhindert durch die Bitterstoffe im Löwenzahn. Die Universität von Chicago hat eine Meta-Studie veröffentlicht, wonach, wenn wir 2 Portionen dunkelgrünes Gemüse, wie zum Beispiel Löwenzahn, jeden Tag zu uns nehmen, dass unser Gehirn dann, die haben dann kognitive Tests gemacht, um 11 Jahre durchschnittlich verjüngt wird. Also wer keine Demenz oder Alzheimer haben will, der greife bitte zu dunkelgrünen Gemüse. Noch kurz zu den Bitterstoffen, das fand ich gerade auch spannend. Du hast ja gesagt, es gibt im Löwenzahn Bitterstoffe, die nur im Löwenzahn enthalten sind. Das heißt ja auch, es ist prinzipiell gut, dass man auch verschiedene Bitterstoffquellen zu sich nimmt, weil die im Löwenzahn wahrscheinlich andere sind als in der Schafgarbe und im Spitzwegerich und in der Grapefruit. Das heißt, da ist es wahrscheinlich auch gut, immer mal wieder durchzu variieren oder halt auf Bitterstoffe auf verschiedene Art und Weise zu sich zu nehmen. Ja, und also Grapefruit kann man ja im Prinzip knicken, weil die im Blindversuch gar nicht mehr kaum noch zu unterscheiden ist zur Orange.
weil sie haben, also wenn ich mich als Kind noch daran erinnere, wie gesagt, ich bin ja schon 70, da war so eine Pampelmuse, haben wir die genannt, war so bitter, das hat einem echt die Socken ausgezogen. Und heute kann man sie ja kaum im Blindversuch noch von der Orange unterscheiden. Das heißt, das geht nur noch nach Geschmack und Lagerfähigkeit und Größe und so weiter. Unsere Züchtungsziele haben mit Gesundheit null, aber wirklich null zu tun. Und dann rennen die Menschen wieder ins Reformhaus oder zur Apotheke und kaufen sich dann ja, solche Artischockenextrakt, ne, für unsere Leber und so. Die Leber und der Magen brauchen natürlich dringend Bitterstoffe. Und das ist alles in unserer Ernährung nicht mehr drin. Nicht? Und da können wir eben sehr durch eben, was du sagst, eben auch, ich würde dann, wie gesagt, Grapefruit mal außen vor lassen, unbedingt bei Chicorée die Herzen mitessen, also nicht etwa wegschmeißen und wegschneiden, das wäre also total kontraproduktiv. Und eben bitterstoffreich, was du schon erwähnt hast, ist die Schafgarbe. Außerdem noch ist die Wegwarte, die ist allerdings so bitter, das zieht einem richtig die Socken aus, diese wunderschönen blau blühende Wegwarte. In der Brennnessel sind auch noch Bitterstoffe drin, nicht so viel wie im Löwenzahn, nicht, aber kriechender Grünsel, im Moment blüht der so lila, kann ich auch sehr empfehlen. Ne? Ist auch voller Bitterstoffe. Also ich würde sagen, unsere Wildpflanzen, unsere ja, Wildkräuter, essbare Wildkräuter, das ist also die, und auch Küchenkräuter. Ich schreibe gerade ein Buch jetzt über Küchenkräuter, die Heilkraft der Küchenkräuter. Also da gibt es ja auch welche, wo richtig die tollen Sachen drin sind. Das war ich selber positiv überrascht. Ich bin gerade dabei, die Studien zu studieren. Das ist also auch teilweise sensationell, was da für Antioxidantien und für andere gute Stoffe drin sind. Okay. Das heißt, zusammenfassend zum Löwenzahn könnte man eigentlich sagen, er hilft fast bei allen Dingen. Also ich habe mal ein paar Sachen aufgeschrieben. Blutzucker, Diabetes, Insulin hilft er, Entzündungen, Blutdruck, Stoffwechsel, Gewichtsmanagement, Immunsystem, Leberentgiftung, Verdauung, Gehirn, Haut und dann noch einige andere Dinge, die du genannt hast. Also wir haben es da echt mit einer sehr heilkräftigen Pflanze zu tun. Ja, und zum Beispiel, wir hatten uns ja im Vorfeld auch über Pflanzen unterhalten, wirkt eben antiviral und antibakteriell und natürlich fungizid, also auch gegen Pilze, also Candida albicans und gegen Würmer. Also das, wir sind nämlich von viele Menschen haben Parasiten und wissen das gar nicht. Die Schulmedizin negiert dieses Thema. Aber wir beim Arzt zur Kontrolle, von den 10 Metastasen hatten sich 8 verabschiedet. Hat der Arzt im Krankenhaus gedacht, die hätten die Akte vertauscht. Dann hat er gedacht, er hätte sich heimlich operieren lassen. Aber nichts war der Fall. Also das ist besonders krebsheilend, was da drin ist. Wir leben genetisch in der Steinzeit. Wir sind heute viel mehr Stressfaktoren durch die Umweltgifte, Mikroplastik und so weiter ausgesetzt. Von chronischem Stress mal ganz zu schweigen, was nämlich ein sagenhafter Vitalstoff Räuber darstellt. Wir verhungern an vollen Töpfen. 80% der Lebensmittel im Supermarkt verdienen in meinen Augen gar nicht die Bezeichnung Lebensmittel, sondern höchstens Nahrungsmittel. Die machen satt, die schmecken und sonst ist nichts dahinter. Wahrscheinlich sogar noch mehr. Die meisten davon sind ja konventionell, das heißt, sie sind auch mit vielen Toxinen belastet. Transfettsäuren, ne, das ist wie Plastik, Zucker, was das alles bewirkt zum Beispiel. Ne? Und Zucker ist nicht nur Zucker, sondern Zucker ist für mich auch Weißmehlprodukte. Zu dieser Protein- und Geschichte, denkst du, dass da vielleicht auch eine tiefere Bedeutung dahinter ist, dass jetzt gerade der Löwenzahn da auch hilfreich sein kann? Unfassbar, was der Löwenzahn alles kann, oder? Ich denke, nach diesem Video möchte jeder mehr Löwenzahn in sein Leben, in seinen gesunden Lebensstil integrieren. Und wir sind noch lange nicht am Ende. Ihr habt gemerkt, wir mussten jetzt schon einiges zensieren, beziehungsweise eine Stelle zensieren. Und es kommt auch noch einiges an Material, was jetzt auf YouTube nicht, ja, nicht so gern gesehen wird. Wir sprechen auch noch darüber, wie Löwenzahn auch bei dieser C-Geschichte helfen kann, beziehungsweise auch bei diesem S. Protein. Dann sprechen wir noch viel über die Anwendung, über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten. Also es gibt noch eine halbe Stunde Videomaterial zusätzlich, die nicht hier auf YouTube veröffentlicht wird. Wenn du das komplette Video sehen möchtest, unzensiert und natürlich 100% gratis, dann klick hier unten auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Da kannst du dir das Ganze zu Gemüte führen. Wie gesagt, 100% kostenlos. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns im Ja, im kompletten Video wiedersehen. Wie gesagt, es kommt noch über eine halbe Stunde Videomaterial. Die Barbara verrät noch einige Geheimtipps und Tricks. Und genau, wir sehen uns dann wieder im kompletten Video.
Bis dahin, euer Sören. Ciao.